Heute bin ich richtig wild auf wild. Sehr viele schneide ich dazu in 60 Gramm schwere Tranchen. Und keine Angst, für die, die noch nie Hirsch gegessen haben oder sich nicht getrauen, es schmeckt eigentlich ähnlich wie Rindfleisch oder Strauß, einfach ein bisschen kräftiger. Und Filet ist sowieso immer sehr zart. Quitte ist eine alte Schweizer Frucht und sie schmeckt ähnlich wie Äpfel und Birnen. Und wer keine findet, kann auch ganz gut auf die Birnen zurückgreifen. Wir tun Quitte mit einem Tüchchen abrubbeln, weil sie hat immer so ganz viele fieserli Hörli dran, die sonst uns nachher stören beim Arbeiten. Schälen müssen wir sie auch, weil die Schälfere von dieser Quitte ist relativ zäh und nicht fein zum Essen. Die kann man auch gut mit einem Sparschäler einfach so abschälen. Das Bitzki tue ich abschneiden, vorne und hinten, weil das ist nicht fein zum Essen. Jetzt nehme ich unser super Wunderding, einen Hobel, und tue mit der Sicherung zusammen Quitte längs hobeln. Das geht nämlich tipptopp. Quitte tue ich beidseitig portionenweise anbröteln, bis goldbraun sind. Sie haben extrem viel Vitamin C und jetzt kann man seine Reserven noch so richtig auffüllen mit denen. Würzen muss ich saunen, damit es noch ein bisschen Geschmack gibt. Pfeffern. Und jetzt tue ich es zugedeckt warm stellen, damit es warm bleibt für nachher. Wir tun unsere Medaillon schön knapp 2,5 Minuten bröteln auf beiden Seiten, damit sie nämlich innen dran rosa sind, nämlich Medium. Das Fleisch nehmen wir hier raus. Und wir tun zuerst jetzt salzen. Sonst würde es viel zu viel Flüssigkeit verlieren. Jetzt stellen wir das Ganze zusammen nochmal an die Wärme. Für unsere Soße nehme ich naturtrüben Äpfelsaft, ungefähr 2 Deziliter. Misch Senf dazu, grobkörniger muss sein. Da darf es auch ruhig mal etwas mehr sein, wer es gerne etwas schärfer hat. Und natürlich noch 2 Esslöffel Maizena. Hier immer schauen, dass man gestrichene Löffel hat. Und das tue ich jetzt gut verrühren miteinander. Die Soße nur einmal kurz aufkochen und schon ist es bereit zum Anrichten. Die Quitte nehmen wir für das hohe Vitamin C, damit wir auch jetzt im Herbst noch etwas Gesundes zu uns nehmen. Der Hirsch für das Wilde in uns. Und natürlich die Soße darf nicht fehlen. Hier haben wir noch ein bisschen Würze mit rechtem Senf. Für all die, die das Gefühl haben, sie würden jetzt fast verhungern, haben wir noch ein bisschen Spätzle vorbereitet, selber gemacht. Aber man kann natürlich auch gut gekauft nehmen oder ein bisschen Nudeln. So. Und schon ist unser wildes Mittagessen parat. Einen guten.